Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich stehe so neben mir, habe jetzt so gut wie gar nicht geschlafen. Das ist die momentane Verfassung, Gemütslage. Auf die komme ich auch noch zu sprechen. Also ich wäre nicht ich, wenn ich nicht auch darüber reden würde. Hier arbeite ich alles auf. Hier lasse ich euch wissen, wie ich mich fühle, wie es mir geht. Ja, aber erst einmal möchte ich sagen, ich habe beim Blind Date Format mitgemacht. Auch mal eine neue geile Erfahrung. Eine Riesenehre, dass ich dabei gewesen bin, dabei sein durfte. Ist keine Selbstverständlichkeit, ne? Jetzt nicht der klassische Vorzeige-Adonis mit meinen, ja, vielen Kilos, die ich mit mir herumschleppe. Und dennoch hatte ich den Mut und die Cojones, mich dorthin zu setzen, dort mitzumachen, daran teilzuhaben. Und habe eine nette, sympathische Frau kennengelernt, die optisch ansprechend war. Jetzt nicht zu 100% mein Typ, das auf keinen Fall, aber eine hübsche und auch sehr sympathisch. Und es war eine mega tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ja, ich habe schon gesehen, dass ich da ziemlich nett und sympathisch war, was ich auch bin, was ich auch von Herzen bin, was ich auch nicht verändern möchte. Also sympathisch, nett sein, ehrlich. Aber teilweise kam sie ein bisschen zu nett vor. Das sind halt immer noch alte Verhaltensmuster, die dann unbewusst auch ein bisschen greifen. Und ich möchte ja auch der Sympathische bleiben. Aber was da wirklich so ein bisschen gefehlt hat, dessen bin ich mir ja bewusst. Und das ist ja das Gute. Und ich weiß ja, wie es besser geht. Und ich weiß ja, wie man es macht. Und kenne mich ja da auch gut aus, würde ich jetzt selber behaupten. Ich hätte fl mehr flirty sein müssen, ein bisschen frecher, ein bisschen tougher. Privat wäre ich das auch gewesen, ganz, ganz sicher, wenn ich privat date. Aber da in der Öffentlichkeit hat mir irgendwas gesagt, mach das nicht, polarisiere jetzt nicht so, sollst du das machen, sollst du das nicht machen? Und dann habe ich schon meinem Bauchgefühl vertraut. Tiefgründig, nett, sympathisch, ehrlich. Also ich würde 80, 70, 80% genauso von dem machen, wie ich es da getan habe. Das auch so beibehalten, nur ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen flirty noch mehr, vielleicht noch ein bisschen frecher. Das hätte halt gefehlt. Ansonsten fand ich es mega stark, mit meinem Gewicht dahin zu gehen, mit den 130 Kilo da sich hinzusetzen, sich dem zu stellen und da auch so, ja, wortgewandt und schlagfertig sich zu präsentieren und offen und herzlich. Ja, und kam sehr gut an. Die Leute haben mich dafür abgefeiert. Das freut mich sehr. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Dame hatte halt auch eine andere Vorstellung, was völlig okay ist. Ein großer, sportlicher, athletischer Mann ohne Bart, mit blauen Augen und blonden Haaren. Das war vertieft. Das hat ja gar nicht funktioniert. Also auch so wäre es natürlich schwierig gewesen, jetzt bei jeder Dame Anklang zu finden, aufgrund der adipösen Statur. Aber das ist ja noch mal total konträr von dem, was ich bin. Also ja, mit dem muskulös sein, blonde Haare, blaue Augen unter anderem. Und da war es auch okay. Ich fand es wirklich toll, dass sie ehrlich ihre Meinung gesagt hat, Rückgrat bewiesen hat und gesagt hat, das passt nicht, auch vor der Kamera und nicht geheuchelt hat und nicht so getan hat, als würde sie mich jetzt daten, nur um gut dazustehen, und dann wäre das eben Sande verlaufen und dann hätten wir eh nur ein paar Mal geschrieben, der Höflichkeit halber von ihrer Seite aus, und dann wäre das nichts geworden. Sie hat das top gemacht und sie kann da auch stolz auf sich sein, dass sie so ehrlich gewesen ist, und so muss das auch sein. Und ich kenne ja die Gründe dafür. Klar hätte ich ja auch ein bisschen tougher sein können, aber das hätte das Ruder jetzt auch nicht rumgerissen, und ich glaube, da bei der Dame wäre nichts zu machen gewesen, ne, in dem Fall. Ja, eine coole Erfahrung, wo ich auch weiß, dass manche meinten, ja, der ist ein bisschen zu nett, vielleicht sollte der ein bisschen mehr aus sich herausgehen, in die Puschen kommen. Weiß ich selbst, habe ich ja sehr gut reflektiert, und ich kann es. Ich finde, dass ich da wirklich gute Ansichten habe, meiner Meinung nach, und da gute männliche Ansichten habe, aber es ist jetzt noch einfach nicht an der Zeit. Es wäre nicht kongruent. Ich date im Privatleben zurzeit nicht. Ich lebe das nicht aus, und das wäre einfach fake gewesen. Und ich muss da immer noch an mir weiter arbeiten. Weiß aber, wie ich das zu tun habe. Hab einfach ja, diese Ader in mir und bin auch froh, da meinen wahren Weg gefunden zu haben. So viel zu dem Thema. In Sachen, ja, der war nicht selbstbewusst genug, kann ich nicht zustimmen. Ich habe mich selbstbewusst souverän verkauft.
habe da mich vor die Kamera gesetzt mit meinem Gewicht, war gefasst auf alles. Das war schon sehr selbstbewusst und souverän, meiner Meinung nach. Ne? Ich bin ja bewusst nicht aus mir herausgegangen in Sachen frech, flirty sein. Hätte ich es gewollt, hätte ich es gemacht und die Eier gehabt, ganz ehrlich. Genau. Ja, Leute, so viel zu dem Thema. Geile Erfahrung gewesen und ich freue mich einfach, dass da an mich gedacht wurde und geil, 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 diese Erfahrung mal gemacht zu haben. Und ich möchte auch weiterhin, so viel mir das hier bedeutet, aufzuklären über das Thema Essstörungen, Binge-Eating, über mein Leben zu erzählen und mich zu heilen und euch daran teilhaben zu lassen. Ich möchte auch weiterhin in der Öffentlichkeit bei solchen Formaten eventuell vertreten sein, irgendwie auch in die Richtung, ja, Unterhaltung gehen, Entertainment. Ich bin mir sicher, das liegt mir gut. Comedy und, und. Dieses Trash-TV-Ding wäre auch irgendwie voll meins. Ja, Leute, und die aktuelle Gemütslage, ich habe es ja auch vorhin schon am Anfang erwähnt, ich habe nicht viel gepennt. Es ist die Psyche, die Angst ist so präsent wie sehr lange nicht mehr, die Anspannung. Aufgrund dessen kann ich zurzeit auch nicht durchziehen und mich gesund und gut ernähren und Kilos verlieren. Und das ist auch okay, da bin ich im Reinen mit mir, pendel mich zurzeit so bei den 136 ein, war sogar jetzt heute 135 Kilo, habe sogar ein Kilo verloren. Die 6, 7 Kilo, die jetzt mehr drauf sind, bin ich cool mit. Mir geht es überhaupt nicht gut, wie schon erwähnt. Und ja, ich muss aber auch sagen, dass ich mich extremst zurückhalte bei 3.000, 4.000 Kalorien, die ich esse, manchmal sogar 4.500. Hey Leute, ich könnte 10.000 essen, wie damals. Ich könnte 11.000 essen, ich könnte 12.000 essen. Wahnsinn! Es würde absolut ohne Probleme gehen und das ohne Alkohol. Der Alkohol hat ja auch nochmal in den Mengen 2000 Kalorien fast ausgemacht und Heißhunger hervorgerufen, selbst ohne Alkohol. Apropos Alkohol, seit 7 Monaten ohne Alkohol! Ohne Alkohol seit 7 Monaten! Und mir ist so sehr danach. Ich fühle mich so schlecht, ich fühle mich so gebeutelt, ich bin so angespannt, ich bin so ängstlich zurzeit und ich greife nicht zum Alkohol. Und ich übertreibe mit den Kalorien nicht 8, 9 oder 10.000. Ich bleibe bei 3, 4.000 Kalorien. Pendel mich so langsam wieder ein, habe sogar wieder ein Kilo verloren und mach aus der Not eine Tugend. Und das ist der Prozess. Genau davon spreche ich immer. Das ist der Game Changer. Wie 2021, als ich monatelang, 6, 7, 8 Monate bei den 150 mich eingependelt habe, 155, nach der 30 Kilo Abnahme da 5, 6, 7, 8 Kilo wieder drauf hatte, aber ich wusste, dass es auf jedes Kilo drauf ankommt, dass es wichtig ist, auch in schlechten Phasen. Letztes Jahr ging es mir auch hundeelend zu der Zeit. Wichtig ist dennoch, ja, aus der Not in Tugend zu machen, nicht alles aus der Hand zu geben. Und dann hatte ich auch Alkoholrückfälle sogar noch zu der Zeit. Und trotzdem haben die mich nicht dazu gebracht, dass ich gebrochen bin, dass ich aufgebe. Ich habe mich immer wieder wie ein Löwe mit der Löwenmentalität zurückgekämpft. Als ich dann ja, auf einmal gemerkt habe, die Kilos kommen auf einmal drauf, die werden mehr. Ich gehe auf die 160, 164 zu. Ich trinke mehr Alkohol. Ich bin bei 12.000, 13.000 Kalorien durch meinen Alkoholkonsum, durch den Heißhunger. Habe ich dann die Notbremse gezogen. Ne? Und mich immer mehr gefangen und ich hatte auch viele Monate, wo ich mich gut gefühlt habe, gegen diese Zwangshandlungen vorgegangen bin, monatelang zwangsfrei geblieben bin, aus eigener Kraft mit dieser Thematik. Und das macht mir alles jetzt gerade wieder so zu schaffen durch die Angst, die entsteht. Und ich bin aber so guter Dinge. Manche wollen den Prozess nicht sehen, die sagen, ja, jetzt hast du aber dann auch jetzt wieder angefangen zu essen, hast wieder ein paar Kilo drauf oder ja, jetzt hat das mit den Zwängen wieder angefangen, aber sie verstehen nicht, dass das dazugehört, dass das eine ernsthafte, schwerwiegende Thematik ist, wo viele Leute dran scheitern, zerbrechen, ein unwürdiges Leben führen, unter Medikamenteneinfluss stehen, mit der Psyche ist nicht zu spaßen, ne? Das wünsche ich, weiß Gott, keinem und das so zu regeln durch meine Reflexion und das Bewusstsein und daran zu arbeiten und den Willen daraus zu haben und das Know-how, stimmt mich sehr positiv und da lasse ich die anderen Leute reden, auch wenn es Leute sind, die mir was bedeuten. Letzten Endes können sie das in diesem Ausmaß nicht nachvollziehen, weil sie sich nicht damit beschäftigt haben und nicht wissen, wie wichtig das ist, an sich zu glauben und dass auch Rückschläge dazugehören. Und ich habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil ich besessen davon bin. Das ist meine Wahrheit. Und als diese Worte gefallen sind, damals hätte es mich getriggert, ich wäre so down gewesen, ich wäre so ausgerastet. Es hätte mich so niedergeschlagen, aber ich habe es einfach nur belächelt. Ich bin krankhaft besessen davon, krankhaft von meinem Prozess, es als Prozess anzusehen und meinen Weg zu gehen und es zu schaffen. Und es braucht Jahre, ohne sich dahinter zu verstecken, Leute. Weil jemand, der sich wirklich damit auskennt und es überwunden hat oder selber daran betroffen ist und sehr reflektiert ist, wird wissen, dass ich recht habe. Es braucht seine Zeit.
Dieses Dicksein ist ja nur die Symptomatik und unter seinen Möglichkeiten bleiben, weil ich mich immer unbewusst gebremst habe, ohne zu wissen, wieso eigentlich und warum eigentlich und nur oberflächlich wusste, was da los ist. Wenn ich dann mal ja, mir mancher Dinge bewusst sein wollte, so gut es ging, ich habe einfach Kopf ausgeschaltet. Verdrängungsmodus, Verdrängungsmodus, Verdrängungsmodus. Und das sind Mechanismen, die greifen, ne, dass man dem Gewohnten nachgeht, selbst wenn es schädlich für einen ist, weil das Gehirn aber doch so gelernt hat, dass man so am besten verfährt und überlebt. Dabei ist es aber total toxisch und nicht die richtige Art und Weise. Ja, ne? Was soll man sagen? Ja, Leute, genug gelabert. Der Weg ist das Ziel. Löwenmentalität bleibt am Start. Ich küsse eure Herzen. Ich werde immer ehrlich sein, auch beim Date, ja, monatelang ohne Alkohol, der Kinderwunsch und. Egal, wie die andere Seite das auffasst, ich bin da schon ehrlich und das ist wichtig. Auch hier, ne? Als, denke ich, jo, sympathisches Kerlchen. Ciao, Leute. Aber ihr kennt auch andere Seiten, ne? Das sage ich ja, ich bin, wie ich bin. Der Sympathische. Aber wie oft bin ich hier abgefuckt gewesen, hab's auch gezeigt, murrig oder mürrig, mürrig, mürrig und hab auch, ja, wie soll ich sagen, vom Leder gezogen, sagt man das so. Und es gehört auch zu mir dazu. Das macht die Psyche mit einem, die Launen. Und würde ich das verstecken, wäre es einfach fake. Aber ansonsten, je nachdem, im sozialen Modus, wenn ich mich okay fühle, kommt die Sympathie schon zur Geltung. Aber da werde ich noch dran arbeiten, nicht zu sympathisch zu sein. Denn das brauche ich gar nicht sein. Ich muss mich nicht hinter der Sympathie verstecken. Und das tue ich teilweise noch unbewusst wegen dem Übergewicht. Ne? Habe ich mir damals ja, so antrainiert. Ciao, Leute!